Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Was war der Plan für heute? Genau. Einfach wieder Hauptmission questen. Schön. Wo müssen wir jetzt hin? Da unten müssen wir hin. Besorge wie was Styropor. Gott. Dann besorgen wir mal sein Styropor. Ach, hier hinten sind... Ah, hier hinten sind die Felder. Ausbildungslager. Na los, Leute! Los, los, los! Oh, bitte! Es geht doch wohl schneller! So. Oh, ist das riesig. St. John und Whittaker, ich, Corporal St. John, ja. Matt, der Colonel ist hier. Ich sagte ihm gerade, wie sehr du mir hilfst. Corporal St. John? Ja, Lieutenant Whittaker lobt sie in den höchsten Tönen. Oh. Ich mach nur meinen Job, Colonel. Sir. Sehr schön. Lieutenant Whittaker hängt im Zeitplan hinterher, aber mit ihrer Hilfe. Matt, wie gesagt, also Biologie. Meine Arbeit ist viel komplizierter als einfach eine Bombe zu bauen. Weaver ist... Lieutenant Weaver ist dem Zeitplan voraus. Wenn Sie keine Fortschritte machen, muss ich Ihnen Ressourcen entziehen und sie ihm überlassen. Ist das klar, Lieutenant? Ja, Sir. Colonel. Weitermachen. Ist alles okay? Klingt als ob... Ja. Tut mir leid, ich muss weg. St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Colonel, ja. Die Sache ist äußerst dringend. Ein Soldat, ein Offizier ist fahnenflüchtig. Offizier? Okay. Ein Verräter der schlimmsten Art. Er ermordete zwei Soldaten und stahl ein Bike aus dem Fuhrpark. Er wurde am South Rim Drive gesichtet. Das Bike hat einen blauen Tank. Finden Sie ihn, Corporal. Ja, Sir. Corporal, ich will ihn lebend. Wir werden ihn hängen, Corporal. Als Exempel für alle, die glauben, über den Milizgesetz zu stehen. Die glauben, über Gottes Gesetz zu stehen. Ja, Sir. Wegtreten, Corporal. Was war das gerade? Wasserturm. Hier ist es. Es muss hier irgendwo sein. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Weavers Zeug. Diese verdammten Kackviecher. Ja, komm. Du verdammtes Biest, du. Hä? Flieg doch mal vernünftig. Hey, du. Alle Krähe. Ja, nicht schlecht. Ey, die fressen so viel. Ganz riechen. Es muss wieder mehr sein.
Leck mich doch. Kackbiester. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Oben ist ein Mist. Tja, Zeit für ein Lagerfeuer. Diese Kackbiester. Ein Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Hier, fang! Verdammtes Mistvieh. Ja, diese Krähen, die sind die schlimmsten. Vor allem machen die auch recht viel Damage. Noch ein Nest. Abfackeln. Weg. Styropor. Ja. Da ist welches. Na, da ist welches. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Jetzt ist auch schon weg. Fast genug. Noch etwas mehr. Mhm. Da ist ja noch nichts. Verdammte Schreier. Wo? Und es brennt. Aha. Okay, da komme ich nicht drauf. Jetzt ist die Frage, wo ist der restliche Styropor? Zwei Styropor fehlt uns noch. Da ist noch eins. Okay, ein Stück noch. Vielleicht da unten. Ach, verdammte Schreier. Ich hasse sowas. Es frisst jetzt unnötig viel Zeit. Natürlich.
ist nur einer. Da war noch einer gewesen, ich habe ihn gehört. Gehabt. So. Machen wir den erstmal mal auf. Bevor das nächste Viech kommt. Jetzt sieht mir doch noch Styropor aus. So. Das sollte reichen. Ich markiere es auf der Karte, dann können Currys Männer den Rest holen. Oh, klingt gut. Okay, dann mal nichts wie weg hier, bevor eine Horde hier vorbeikommt. Ja. So. Die Tankstelle geht noch hin, ja. Nee, die Tankstelle geht nicht. Doch. Jetzt schaffen wir es doch nach Hause. Also ein bisschen Ressourcenmanagement finde ich ja gar nicht mehr so schlecht. Spritverbrauch ist ja hier übel. Falsch abgebogen. Oder beziehungsweise gar nicht abgebogen. Tuck, tuck. Krater Lake. So. Das hat dem Bike nicht so gut getan. Warum? Warum schreit er so rum? Na, sind die Pflanzen schick? Ah. Er bewacht einen Haufen Pflanzenstängel. Das ist ein lohnenswerter Job.
Okay. Hey, ich habe die Sachen, die Sie haben wollten. Oh, gut, gut. Stell sie da hinten hin. Gib mir was davon. Okay. Sehr gut. Und wie läuft es so mit Lieutenant Whittaker? Wie meinen Sie das? Ich sehe dich kommen und gehen, Mann. Du machst ganz schön viel für sie. Ja, ich mach nur meinen Job. Okay, Mann. Tja, hab's mal bei ihr versucht, als ich hier neu war. Ach, wirklich? Okay. Oh ja, Kumpel. Ich meine, sie hat echt einen tollen Arsch. Da stehe ich drauf. Ich konnte nicht anders. Ja, ja. Und wie ist es gelaufen? Nicht so gut. Ich meine, sie warf mich zu Boden und wollte mir den Arm brechen. Hör zu. Du musst bei ihr echt aufpassen. Sie hat Temperament. Tja, ich werde es mir merken. Brauchen Sie sonst noch was? Nein. Aber nimm die und komm mit. Mann, sie hat einen tollen Arsch. Ich meine, das kann man den anderen Leuten nicht verübeln, dass sie auch mal gucken. Solange sie gucken und nicht anfassen, ist ja alles gut. Ich meine, klar, schön, aber sie hat ihn auf den Boden geworfen und fast den Arm gebrochen. Ich meine, Styropor ist ein aromatischer natürlich kann man nicht werden. Benzin besteht aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Zungenbrecher. Egal, wenn man das mischt, spalten sich die Molekülketten in einzelne kovalente Bindungen. Ja, das weiß doch jeder. Oh. Was kommt jetzt? Oh, ja! Das, mein Freund, ist ein Napalm-Molotow und damit werden wir den Krieg gewinnen. Ich arbeite noch an der Formel, aber irgendwann ist das Zeug heißer als ein Schweißbrenner. Weißt du, wie heiß das ist? Ja, kannst mir vorstellen. Hab in der Werkstatt gearbeitet. Sonst noch was? Nee, Mann. Alles gut. So verdammt nah dran. Kaboom! Fliegt in die Luft und brennt, Mann! Wir reißen ihn in den Arsch auf! Ja, Jungs sind leicht zu begeistern. Mal ein bisschen bum bum und schon fertig. So, dann geht's noch direkt weiter zur Werkstatt. Tatsächlich, ausnahmsweise mal. Hey, Corporal, wie läuft's? Wir müssen eh jetzt bezahlen, also vorbei. Hey, Mann. So. Also, Mann, ich muss dir was sagen. Nachtanken. Okay. Reparieren. Ich kenne dich von früher. Naja, nicht persönlich, weißt du, aber ich komme aus Fairwell. So wie du. Ah. Ich und meine Freunde haben euch Typen in der Stadt beobachtet. Die Mongrels, meine ich. Auch die Maschinen, mit eurer Lederkluft. Mann, wir fanden euch Typen so krass. Ach ja? Tatsächlich? Ja, Mann, ja. Ich hatte jede Menge Freizeit. Ich musste die Highschool abbrechen, weißt du. Und hab mein Mädchen geschwängert. Ich musste was arbeiten. Hey, wenn du je vorhast, eine Motorradgang zu gründen, Mongrels oder was auch immer, ich bin dabei, okay? Absolut. Da kannst du lange warten. Klar, Mann. Ja, nein, ich meine ja nur. Das war ein sehr harter Korb. Corporal, bis bald, Mann. Gut. Dann haben wir soweit fertig. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend und sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.